Ja! Ja, hallo Obernburg, willkommen hier zum Honeymoon-Massaker. Ich fände es total schön, wenn es mal jeder aufspringen würde und zu mir nach vorne an die Bühne kommen, der verheiratet ist. Dankeschön. Ein einziger, cool. Ja, hochinteressant, Sie haben sich anscheinend verirrt. Ja, okay, dann soll vielleicht mal jetzt jeder aufspringen und laut Jippie-Hi-Hey rufen und zu mir nach vorne an die Bühne kommen, der nicht verheiratet ist, aber dennoch einen Partner hat oder eine Partnerin. Ja, willkommen hier zur Single-Party in der Kochsmühle. Was, so wenig verheiratet, also der Hammer. Ja, obwohl, haben Sie gewusst, dass weniger wie 5% aller Lebewesen auf diesem Planeten monogam sind? Ja, Albatrosse, Pinguine, eine ganz extreme Form der Monogamie betreibt der Laternenfisch. Laternenfische, die sind so aufeinander fixiert, da ist das Männchen dem Weibchen mit dem Kopf an den Bauch angewachsen. Ja, als Sie lachen, stellen Sie sich das mal vor. Stellen wir vor, Ihren Mann wäre Ihnen mit dem Kopf an den Bauch angewachsen. Da bekommt der Begriff Problemzone. Ja, oder der grüne Igelwurm. Der grüne Igelwurm, da ist das Männchen 1000-mal so klein wie die Frau. Also das ist an sich schon witzig, oder? 1000-mal so klein. Wie groß sind Sie? 1,70. Dann wäre Ihr Mann 1,7 Millimeter groß. Was macht ein 1,7 Millimeter großer Mann? Was das für ein Geschäft ist, den ständig aus dem Staubsaugerbeutel rauszubringen? Was macht man dem? Geht man dem Samstagabends in die Disco? Nicht bewegen! Ich hab den Karl-Heinz verloren! Aber der Rest im Tierreich betreibt Polygamie, Promiskuität, Gruppensex, von der Nacktschnecke bis zum Grottenolm, von der Seegurke bis zum VW-Betriebsrat. Ja, Sex, Crime, Rock'n'Roll, das herrscht im Tierreich. Ja, die fragen sich vielleicht, warum interessiert mich das so? Ja, also zum einen bin ich von Berufswegen her bin ich Biologe und zum anderen war ich dieses Jahr mit meiner Freundin Ulla schon auf 6 Hochzeiten gewesen. Gibt es 6 Hochzeiten? Es ist wie Reise nach Jerusalem spielen. Ja, jeden Samstag fliegt ein anderer raus. Ja, am Samstag hat es meinen besten Freund erwischt. Am letzten Samstag meinen besten Freund, Klaus. Ja, da hat er geheiratet. Mit allem drum und dran. Sektempfang, Kuchentheke, Mitternachtssnack, Buffet. Sie wissen ja, Liebe geht durch den Magen. Schade nur, wenn es nach dem 10. Ramazzotti plötzlich die Richtung wechselt. Und dann immer diese dämlichen Spiele. War das letztes Mal auch Hochzeiten gewesen? Da muss man immer so Spiele machen. Kennt ihr zum Beispiel Wadenraten? Kennen Sie Wadenraten? Die ganze Hochzeitsgesellschaft krempelt ihre Hosebeine hoch. Und Katrin, die Braut von meinem besten Freund Klaus, muss mit verbundenen Augen die Käsestelzen ihres Mannes finden. Entschuldigung, ich bin Gast. Ein Gast, da habe ich doch keine Lust, mich von der Braut sexuell belästigen zu lassen. Der Onkel Walter schon. Ja, der hat gesabbert wie ein Lama. Wadenraten, warum nicht gleich Eier suchen, oder? Wir haben zwar wirklich Reise nach Jerusalem gespielt. Reise nach Jerusalem. Kennt ihr das noch mit diesen Stühlen? Entschuldigung, das letzte Mal, als ich Reise nach Jerusalem gespielt habe, war ich 7. Und auf dem Kindergeburtstag von Lars. Und Lars war ein Arschloch. Ich hasse das Spiel, weil ich immer als Erster rausfliege bei dem Spiel. Ich fliege immer als Erster raus. Und am Samstag habe ich zu dieser durchgeknallten Trauzeugin, zu der Weddingplanerin, habe gesagt, Entschuldige Mädel, ich bin 33. Promovierter Biologe. Wissenschaftlicher Angestellter an einer Klinik für Reproduktionsbiologie. Ich spiele nicht Reise nach Jerusalem. Was soll ich sagen? Ich bin wieder als Erster rausgeflogen. Der Onkel Walder hat mich vom Stuhl geschubst. Der Onkel Walder mich. Der Mann war schwer gehbehindert. Ja, wahrscheinlich war er noch zu erregt vom Wadenraten, oder? Ja. Ich hab gesagt, komm, Jungs, lass uns was Gescheites machen. Wir machen was Lustiges. Wir machen eine Brautentführung, oder? Kennt ihr Brautentführung? Ja? Wir machen eine richtig geile Brautentführung. Ich hatte alles vorbereitet. Kapuze,
Handschelle, Stacheldraht, Transferflug in den Jemen. Ja, was versteht der Kennmensch mehr Spaß? Wenn ich dran denke, was es für ein Geschiss gewesen ist, nur weil ich nach der Trauung Reis geschmissen habe. Das macht man doch so, oder? Ich habe halt ein bisschen Reis geschmissen. Okay, gekochter Reis, aber... im Beutel. Okay, ich hätte den vorher wenigstens aus dem Topf rausnehmen können. Ja...